Wage dich in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land, über die Highways und die einsamen Straßen, bis du die unterste Schicht der Stadt erreichst. Wandle zwischen denen, die die Gesellschaft verstoßen hat, Bettler und Arme, die den Anforderungen derer, die besser gestellt sind, nicht gerecht wurden. Solltest du an einem ungepflegten Mann mit einer Flasche Schnaps, die in eine Papiertüte gewickelt ist, vorbeikommen, der unter einem großen Eichenbaum sitzt, dessen Hemd verschwitzt ist und eine dreckige Hose trägt, habe keine Angst und frage ihn, ob er den kennt, der sich selbst den Halter des Widersachers nennt. Mehr als wahrscheinlich wird er dich wissend anlächeln, wie ein alter Freund, dem du gerade einen Insiderwitz erzählt hast. Sei nicht beunruhigt, denn man weiß von dem, den du suchst. Die weniger Glücklichen von uns wissen oft Dinge, von denen wir niemals träumen werden. Er wird dich zu einem Abflussschacht führen und den Metalldeckel mit seinen schmutzigen Schuhen lässig zur Seite schieben. Er wird dir eine kleine Taschenlampe zuwerfen, die gefährlich flackert, und dich hinab in die Dunkelheit drängen. Sobald du im fauligen Schoß der Kanalisation angekommen bist, wirst bemerken, dass sie keinen unangenehmen Geruch trägt. Eigentlich sogar keinen Geruch. Wenn du die Taschenlampe einschaltest und auf deine Umgebung starrst, wirst bemerken, dass du in einem runden Raum bist. An den Wänden werden teilweise zurückgelegte Körper hängen. Gefangene in einem Zustand des Halbbewusstseins und all dem Schmerz und Horror der Körper, die um sie herum welken und verrotten, schreck nicht zurück. Feigheit zu zeigen würde Kreaturen und Identitäten, von denen es besser wäre, dass sie nicht davon wüssten, eingeladen. Sobald sie ihre Umgebung beobachtet haben, wird der Geruch kommen. Es wird das Widerlichste sein, das du dir vorstellen kannst. Exkremente von Mensch und Tier, Schwefel, verrottende Körper, brennendes Fleisch. Du wirst dir die Nase aus dem Gesicht reißen wollen, und die Tränen in deinen Augen werden dich fast erblinden lassen. Aber kauere dich nicht hin, laufe nicht und widerstehe den Drang zu erbrechen. Du wirst einen ungebetenen Gedanken in deinen Kopf finden. Wir sind die Überbleibsel von denen, die sich nicht ihrem Widersacher stellen konnten. Es gibt keine Quelle dieses Flüsterns. Also hat er sich vielleicht um dich gelegt, von dem Gestank selbst herangetragen. Plötzlich werden die Körper einreißen und platzen, einer nach dem anderen, und mehr von diesem schrecklichen Gestank freigeben und du dich in faulige Körpersäfte und schleimige Brocken von menschlichen Überresten baden. Die Leichen werden dann zu Boden sinken, und das, was dann aus dem Schlamm steigt, ist eine Kreatur reiner Schönheit. Mann, Frau oder etwas ganz anderes. Es hängt von dir selbst ab. Es wird nicht möglich sein, den Blick von diesem wunderschönen, nackten Menschen zu schütteln, bis du merkst, dass die Kreatur eine idealisierte Karikatur deiner selbst ist. Zuversichtlich, herzensbrecherisch, herrlich, ein sanftes, geduldiges Lächeln. Es wird alles, das du dir je wünschen könntest, sein. Du wirst von einer plötzlichen Eifersucht überkommen werden. Eine vollkommene Wut, einem Grund, dieses perfekte Du auszulöschen. Gib der Versuchung nicht hin, egal wie stark sie ist. Wenn du das tust, bist du verdammt dazu, den Zorn des Gegners zu spüren. Die endlosen Qualen der Verdammten, die du vorher gesehen hast. Es gibt nur eine Frage, die du diese exquisite Kreatur fragen musst. Was kann sie zerstören? Der Halter des Widersachers würde dich auf melodische, herablassende Art auslachen und dir die Antwort erklären, als ob du ein kleines, dummes Kind wärst. Es wird dir kein Detail ersparen, nicht einmal die schrecklichsten. Obwohl erschreckend für die Geschichte interessant und beruhigend anzuhören sein, und du wirst vertieft in kindlicher Faszination zu dem Halter gezogen sein. Möglicherweise vergleichst du seine Geschichte mit einer, die dir von einer geliebten Person oder einem Vorbild erzählt wurde, als du noch ein Kind warst. Und du wirst wissen, dass du diesen Schlüssel zum Besiegen des Widersachers hast, den die Verdammten nicht erlangen konnten. Am Ende der Geschichte wird der Halter freundlich lächelnd fragen, was wirst du nun tun, mein Kind? Sollte er dich etwas anderes fragen,
oder etwas anderes erzählen, ist dein Schicksal besiegelt und solltest du möglicherweise aus dem Abwasserkanal entkommen, werden die zerlumpten Bettler, auf die du getroffen hast, wie wilde Tiere über dich herabfallen und dich mit aller Kraft zerfetzen und deinen Körper fressen. Es gibt kein Entkommen, nur das Wissen, dass es passieren wird. Ungeachtet deines Schicksals wird der Halter ein Objekt auf deiner Handfläche platzieren und deine Hand schließen. Du darfst deine Hand nicht öffnen, bis du diesen Ort verlassen hast, wird dir der Halter als passenden Abschied sagen. Nun dreh dich um und geh, ohne zurückzublicken. Sobald du dem Abwasserkanal entkommen bist und Glück hast, darfst du deine Hand öffnen. Du wirst einen grünen Plastiksoldaten vorfinden. Dieses Spielzeug ist Objekt 14 von 538. Es weiß, wie du deinen größten Feind besiegen kannst, sodass du dich nie einem anderen anschließen musst.